Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Doom 3. Ja, ich bedanke mich erstmal für alle, die gewotet haben. Das war spitze von euch. Es stand lange, lange Zeit unentschieden. Und es kam dann doch noch der entscheidende Vote dazu, dass. Die Frage war ja, kontaktieren wir die Flotte oder kontaktieren wir sie nicht? Die Flotte zu kontaktieren war für mich so eine gewisse Gewissensfrage, weil dadurch könnte sich das Ganze im Doom-Universum ausbreiten und da bin ich ja nicht so Fan für. Aber ich dachte, ich überlasse euch mal hier die Entscheidung und die Entscheidung ist gefallen. Und zwar, dass wir nicht senden. Also mache ich das jetzt mal hier. Transmission terminated. We did the right thing. Until we know what's happening here, we need to keep ourselves sealed off from everyone else. The monorail entrance looks clear. Meet up with us there. We need to reach the Delta Complex and stop this. Okay, also der ist ja der Arsch vom Spiel, oder? Also eigentlich will ich ja nicht das tun, was er will, aber das Militär jetzt hier im Spiel hat ja auch nicht immer recht damit, was sie sagen. Von dem her, ich glaube, es war schon richtig so. Ich glaube, es war schon richtig so. Gut. Ob es einen wirklich großen Einfluss aufs Spiel selber hat, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es natürlich mal ausprobiert, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Es wäre ja auch peinlich, wenn ich hier gar nicht auf Abbrechen hätte drücken können, sondern der Colonel würde gesagt hätte, was tun Sie da? Warum? Nein, das können Sie nicht. Und ich dann einfach nur hätte senden können. Das wäre ja die Oberpeinlichkeit gewesen. Darum habe ich es schon mal ausprobiert. Also ein Unterschied liegt garantiert darin, dass der Typ, der jetzt hier gerade auf dem Monitor war, mich entweder anmault, wenn ich es sende, oder halt eben sagt, ich hätte das Richtige getan, wenn ich nicht sende. So, da viel dazu. Jetzt aber. Marine, you have just violated a direct order. Get your ass back to that console and send that transmission. Huch. This is your last chance to get. Okay. Und mein Vorgesetzter mault mich jetzt natürlich an, von wegen, geh zurück an die Konsole und sende diese Nachricht. Aber nein, nein. Wenn eine Chance besteht, dass ich das alleine schaffen würde, werden tun könnte, dann ergreife ich die Chance auch. Im Voting war allerdings sehr lustig zu sehen, dass. Ah. Wie viel. Was zum. Ah, wo. Oh, ah. Verflucht. Ah. Wie gesagt, im Voting war sehr lustig zu sehen, die weiblichen Abonnentinnen, Followerinnen und Facebook-Freundinnen. Huch. Die haben alle sehr großes Vertrauen in mich gelegt, also danke hier schon mal, und meinten, mach eine Ego-Party draus. Hier, du packst das alleine. Glaube ich. Hingegen die männlichen Abonnenten haben eher so. Haben eher auf Sicherheit gemacht, denke ich jetzt mal. Weil dann kam. Was zum. Von da vorne, na toll. Da kam nämlich meistens, oder eigentlich immer, den Vote, ich soll es doch senden. Tut mir leid für alle die jetzt gewotet haben für Senden. Seid nicht traurig, solange ich noch ein kleiner YouTuber bin, werde ich das weiterhin versuchen, euch hier sicher
sehr groß mit einbinden zu können, sehr stark mit einbinden zu können. Wenn ich dann jedoch, falls es mal dazu kommen sollte, dass ich, au, dass ich, die lassen mich gar nicht ausreden hier, das ist zum Kotzen, au. So, dass ich mal wirklich sehr viel Abonnenten haben sollte, weiß ich nicht, wie ich das dann noch bewerkstelligen könnte, weil das wäre dann schon ein ziemlich großer Aufwand. Ich scheue mich natürlich nicht vor dem Aufwand, aber ja, jetzt ist es halt einfach viel einfacher. Kommt der Aufzug? Hallo? Ah, okay. Communications Garage. Gehen wir mal zu den Communications. Meine Munition habe ich jetzt Gott sei Dank auch wieder ein bisschen aufstocken können. Ich habe gerade keine Ahnung, ob ich in die richtige Richtung gehe. Ich habe jedoch festgestellt, wenn man einen Weg lang geht und einem Gegner entgegenkommt, habe ich schon gemacht, dann ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Hoffe ich jetzt mal, dass ich das jetzt auch bin. Aber irgendwie sieht mir das gerade gar nicht danach aus. Hier kommen gar keine Gegner mehr. Gibt es hier auch eine Map? Ich glaube nicht. Falscher Knopf. Mal gucken, wie es hier aussieht. Return to lobby ahead for the monorail station. Okay. Ich glaube, dann habe ich die richtige Tür schon gesehen. Bin halt einfach mal wieder nicht in die richtige Richtung gegangen. Ich glaube, ja, hier, Monorail Access. So, jetzt halt hier, Ladebildschirm. Tut mir leid, kann ich nicht ändern. Wurde so von den Programmierern her programmiert. Jedoch ist es ein sehr kurzer Ladebildschirm. Mich hier. Ah. Ah, hier unten haben wir noch ein bisschen Leben und Lufttanks. Jetzt reicht's aber hier. Schnell nachladen, bevor der nächste gleich kommt. Die Luft wird auch wieder knapp. So. Na komm, geh auf. Alter, ich jetzt. Hier, zu. So. So, an sich sieht das sehr geil aus jetzt. Oh, nein! Wie ich diese Pinkies hasse. Und die heißen wirklich Pinkies. Hier, ah, Kamera, hab ich jetzt gedacht, da wäre was, aber da ist gar nichts. Moppelchen ist auch weg. Na, Alter, hängt sich's gut hier. Was hast du heute gemacht? Oh, ich habe ein bisschen in Doom 3 rumgehängt. Gehangen.
gehangen. Oh nein. Oh nein. Auf die drei. Und hier, komm. Ja, komm, schlag mich. Revenant ist... Oh nein, da kommt doch schon der zweite. Wo ist er? Wer steht da hinten? Jetzt bewegt er sich wieder. Lassen wir ihn erstmal ein bisschen kommen. Dann sofort hin. Ja, auf jetzt. Ja, schlag mich. Nein, schlag mich. Ist mal lieber. Nein, ich stehe nicht auf Schläge, aber bei den Typen, wenn ich auswählen kann zwischen Raketen oder Schläge, wähle ich natürlich die Schläge. Komme ich hier hoch? Nein. Komme ich hier hoch? Hier komme ich hoch. Bringt mir, glaube ich, nur nichts. Hier nochmal Taschenlampe an. Okay. Es geht gleich. Unheimlich gut weiter. Es ist auch gut. So. Au. Da geht's ja runter. Hoppala, hoppala. Die Tür ist zu. Nein. Oh, jetzt dieser Herzschlag. Ich drehe am Rad hier. Was zum... Uah. Verflucht. Jetzt aber. Machen wir hier mal schnell einen Speicherpunkt. Da der Herzschlag jetzt hier schon so auf die Nerven geht, rüste ich mal lieber diese hier aus. Schnell hier gucken, ob da sonst noch irgendwie was ist. Gut, gut, sehr gut. Hier, drücken wir mal einen Lift. Welcher kommt? Ich glaube, der ist kaputt. Der kommt, gut. Nachladen nicht vergessen. Hier hinten liegt, glaube ich, auch noch Wette. Granaten. Ich setze beinahe keine Granaten ein. Weil, wie schon im ersten Resident Evil 5 oder im zweiten Resident Evil 5 Video. Verdammt. Auf jeden Fall in einem der Resident Evil 5 Let's Plays, also Let's Plays Together, Let's Play Together. Mit Gott Enel haben wir festgestellt, dass weder bei ihm noch bei mir Granaten gut ankommen. Soll der nur kommen? Und dann schieße ich daneben. Ich schieße daneben. Oh, mein Leben, verdammt.
Mein Leben! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Hallo? Also. Restart. Load. Quick Save. Tut mir leid, jetzt müssen wir das nochmal machen. Zum Glück habe ich aber hier gespeichert. Ach. So, der nächste kommt direkt hier. Boing. Der nächste kommt hier. Boing. So. Das ist doch schon einiges besser gegangen. So, Salop. Wieder auf den Lift warten. Oh, die mich aber auch, von allen Seiten hier kommen sahen. Von allen Seiten, das ist die Härte. Komm her. Dann schieße ich erstmal daneben, wie sich das gehört für mich. So, hier, komm. Nehmen wir auch mit. Das hier noch. Den schon wieder vergessen. So, ich glaube jetzt hier vorne kam dann die Revenant, wenn die so heißen. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist weg. Sieht doch schon besser aus. Wenn man dann auch die richtige Wumme nehmen würde. Also hier ist gut. Ja, ist der Torwart, der springt voll in... Oh. Nein, aber es gibt's doch nicht. Ah, verflucht, die blöden Fässer überall. Ich könnte kotzen. Ich könnte, das heißt nicht, ich tue. Ich könnte. Auf ein neues. Halt, Klappe. Leg dich hin. Nächste. Hier. Ganz direkt wieder in die Hölle zurück. Hier. Bams. Können wir hier den Lift schon mal drücken. Hier noch. Wo war's? Hier noch zusammen. Alles einsammeln. Zusammen alles einsammeln. Ihr sammelt ja fleißig mit mir. Nicht erwischt. Ah, vermaledeit. Vermaledeit. Diesmal vergesse ich ihn nicht. Oh. So. Okay, wieder auf diese Waffe umschalten. Kuckuck. Bam-bam. Ich höre ihn kommen. Der ist weg. Au, 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 au. Der ist auch weg. Gut. Sehr gut. Es läuft wie geschmiert. Ja, fast auch direkt weg. So, jetzt bin ich mal dran, hier Fässer wegzuballern. Schweinehunde. Haha. Oh. Haha. Au, von hinten. Der. Zwei. Jetzt. Aber. Puh. Okay, komm nur her, Pinky Pinky. Noch einer. Nee, echt jetzt? Moment, hier, wo war das? Hier? Nein, ich will doch keine Granaten. Ich will keine Granaten. Fuck.
So. Ja, und ich weiß, ich verballer hier alles an Munition, was ich habe, aber... Ich muss mich ja irgendwie zur Wehr setzen. Was zum... Den habe ich gar nicht kommen gehört. Schweinerei! Cheaterei! Die cheaten alle! Moppelchen ist weg. Nein, 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 fast, Zombie, nein. Verdammt. Scheiße. Was? Von wo zum Geier kommt der jetzt wieder? Moppelchen. Mein Leben ist im Arsch. Ich habe das Gefühl, ich höre überall Gegner. Das klingt nach einem... Ja. Glauben. Das war gar nicht gut. So, das war schon besser. Es klingt nach einem Revenant. Ich verdamme mal, kack mir in die Hose, wenn das ein Revenant ist. Aber natürlich nicht vor laufender Kamera. Erstmal hier speichern. Dann hier direkt die Wumme nehmen. Und aufs Beste hoffen. Tatsächlich, da war ein Revenant. In die Hose gekackt. So. Scheiße. Mein Leben. Ein Königreich für ein bisschen Leben. Soll ich da? Ja, komm, mach mal. Drei. Oh, nein! Nein! Einfach nur... Nein! Toll! Und mein Leben ist schon wieder genauso im Arsch wie vorher. Es ist nicht meine Runde, es ist nicht mein Spiel. Kommt er runter? Direkt mal F5. Für den Fall, dass ich jetzt komplett verkacke. Vor die Gaga. Hab ihn erwischt. Ich möchte eigentlich nicht diese Munition verschwenden. Aber ich befürchte, ich muss das hier machen. Weil sonst komme ich gar nicht mehr weiter. Komme ich da hier? Ah ja, da oben hat es eine Tür. Ich glaube, ich komme irgendwie hier hin. Oh. Was für eine hässliche Suppe ist das denn? Boah, Alter. Nein! Warum zum... Wo ist er hin? Oh, ich muss nachladen! Warum jetzt? Ja, ich weiß warum, weil ich vorher nicht nachgeladen habe. Ist mir auch klar.
Scheiße. Oh, so schlimm war ich mit meinem Leben schon lange nicht mehr dran in Doom 3. Es ist aber auch so dunkel jetzt. Und überall ploppen die Gegner hervor. Ich dachte, ich habe das Richtige gemacht. Habe ich vielleicht doch das Falsche gemacht? Nee, nur Spaß. Du Schweinehund. Oh. Oh, Gott sei es gedankt. Leben. Leben. So, jetzt hier. Wenn wir den nehmen, dann hier. Serviceleiter, das ist auch gut. Hoch. Nachgeladen. Nachladen kann ich nicht mehr. Die restliche Munition. Oh. Jetzt hat. Au. Au. Ah, verdammt. Jetzt hatte gerade den Ton einen Fehler. Man hat nur so ein kurzes gehört, als der Gegner losgeschrien hat. Okay, da geht's dahin, da geht's nirgendwo hin. Vorsichtig, immer schön vorsichtig. Nein! Ihr Schweine! Also, scheiß auf die Vorsicht, so schnell wie möglich rüber. Komm. So. Gut, alles sind wieder ein bisschen hier wieder ein bisschen aufgestockt. Hoch. Ah, jetzt kommen wir hier durch. So, hier. So, würdest du vielleicht hier runtergehen und nicht einfach runterspringen? Dann spring halt runter, du Mädchen. So, hier. Pumpstation war, glaube ich. Ah, ne, hier. So, jetzt reicht's aber. Nee, ich glaube, der Raum. Boah. Puh, Glückstreffer. War hier. Oh. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, das wär's für den gewesen. Von wo? Moppelchen! Kein Moppelchen! Hätte jetzt auch schlimmer ausgehen können. Ist aber nicht. So, also hier, hier, da. Da geht's hoch. Aua, erstmal hier an der Stange hier in den Kopf gestoßen. Glong, glong, guten Morgen. Mach das nicht. Wenn ich Fässer sehe, schieße ich von der Hand drauf. Weil die werden sonst auch nur immer mir zum Verhängnis. Was war das? So ein Klingeli-Klingeli-Klingeli-Klack. Haha. So. Haha. Nummer 2. Hier mal schnell. Zack, zack, zack. Klicke, die Klick. Leben. Ich habe nur hier. Machen wir erstmal hier. Speicherpunkt. Ja, liebe Leute, bevor ich jetzt durch diese Tür hier gehe, die Zeit ist um. Meine Hand ist eingeschlafen. Hat tierisch Spaß gemacht. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal.